Moin Moin und herzlich willkommen zum neuen Video von CarVlog. Heute einen richtigen Boliden. Letzte Woche haben wir den F150 für euch getestet. Diese Woche den Dodge Ram 1500 mit 5,7 Liter V8 in der Laramie-Ausstattung. Dieser LKW-Pickup wurde uns heute freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der Autowelt in Rostock. Er ist niegelnagelneu. Wir sind einer der ersten, die damit fahren dürfen. Und dafür möchten wir natürlich Danke sagen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert doch einfach unseren Kanal bei YouTube, folgt uns bei Facebook oder Instagram und ganz wichtig, bei YouTube betätigt die Glocke und somit verpasst ihr kein Video mehr. Lasst mal einen Kommentar da, ja vielleicht auch zu diesem tollen Fahrzeug, was euch gefallen hat, was nicht. Aber wir legen jetzt mal los und ich freue mich wie ein kleines Kind heute und bin mega dankbar. Was sofort auffällt, er ist komplett schwarz. Also zur Laramie Edition haben wir noch die Night Edition optional dazu gebucht. Also konfiguriert bedeutet, alle Applikationen vom Grill, von den Luftschlitzen, von anderen Dingen hier am Fahrzeug sind einfach nur schwarz. Also ein richtiger schwarzer oder Black Knight. Somit mein 1,85 Meter wirklich, wirklich sehr klein neben diesem Riesengefährt. Und übrigens, er ist schon etwas tiefer gelegt und steht auch schräg hier auf dem Feld. Aber trotzdem macht er wirklich einen sehr, sehr großen Eindruck. Er ist übrigens 2,50 Meter breit, 2 Meter in der Höhe und 6 Meter lang. So hier vorne die Schnauze einfach mega bullig. Also wenn der von hinten angefahren kommt, glaube ich, da wird einem Angst und Bange. Natürlich auch, weil er komplett schwarz ist. Was bei diesem neuen Modell ja anders ist, ist hier vorne. Wir haben nicht mehr das Dodge-Logo, sondern das Ram komplett in schwarz. Und das finde ich finde es geil. Zusätzlich haben wir hier nochmal zwei Abschleppösen, also wirklich Gusseisern. Also wenn du mal Hilfe brauchst, der zieht dich aus jedem Dreck. So, die hellsten Punkte vom Fahrzeug sind einmal die LED-Scheinwerfer, aber natürlich das Autohaus mit dem Aufkleber hier vertreten, die Autowelt in Rostock. Und guckt euch diese Schnauze an, diese Motorhaube, die Luftschlitze, dann diese Erhöhung hier mit diesen schönen Patches, wo wir sehen 1500. Und nochmal die Motorisierung oder den Motor mit 5,7 Liter. Das sieht so böse aus. Auch von der anderen Seite sieht es einfach extrem aus. Und es macht mega Laune, dieses Auto zu fahren. Und schaut euch mal diese riesen Felgen an. Wir haben hier 285er auf 22 Zoll Felgen. Und bei dieser Edition sind die auch noch pulverbeschichtet. Wie geil ist das denn? Und die Amerikaner wären nicht Amerikaner, wenn sie sogar bei so einem großen Truck das Einsteigen sehr, sehr komfortabel gestalten würden. Und jetzt schaut mal da runter. Eingangs erwähnten wir, dass die Länge des Fahrzeuges ja 6 Meter beträgt und davon sind alleine 1,70 Meter hier Ladefläche, wo wirklich viel Zeug verstaut werden kann. Den gibt es übrigens auch in einer anderen Version mit 1,90 Meter und dann geht da noch viel mehr. Zusätzlich hat er viele Features, die euch wirklich Freude bereiten werden, die ihr optional dazu buchen könnt. Das ist einmal eine Multifunktionsheckklappe, die geht einmal seitlich auf und ist in der Mitte ja, teilbar. Dann im Ganzen. Und richtig soft, finde ich super. Und ihr könnt hier hinten diese ganzen Verzurösen sehen. Somit ist eure Ladung immer sehr, sehr gut gesichert. Ist also auch kein Standard. Eine Sache ist hier wieder total Amerika-like. Ja, es muss bequem sein, es muss schnell gehen. Wer vielleicht auch zu faul ist, diese Klappe zu betätigen, der hat auch die Möglichkeit, einfach hier mal so ein Brett rauszuholen und seine Sachen, sein Stuff hier von der Lade vielleicht einfach so runterzuholen. Finde ich geil. Muss man nicht haben. Ich schon. Genauso gigantisch wie diese Pickup ist auch die Möglichkeit, hier einen Anhänger ranzutun. Diese Anhängerkupplung ist wirklich riesig. Und Leute, 3,5 Tonnen Zuglast ist hier wirklich möglich. Und ein weiteres Detail, was uns auch verrät, dass es wirklich ein amerikanisches Fahrzeug ist, sind hier oben die Anschlüsse. Die sind auch geblieben und das ist auch der Grund, warum wir hier ein kleines Nummernschild haben dürfen. Finde ich eh stylischerweise im Fahrzeug. Aber schaut mal hier, das ist wirklich typisch Amerika. Finde ich cool, finde ich toll. Mega. Und wer jetzt denkt, dass hier hinten ein Ersatzrad sich befindet, nein, es ist ein Gastank. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Der ist auch zusätzlich mit Gas ja, unterwegs und spätestens hier bei der Möglichkeit, Gas aufzufüllen, merkt man es auch. Was mich persönlich richtig fasziniert, sind auch wieder diese kleinen Dinge, die vielleicht deutsche Autos nicht haben und deutsche Hersteller nicht machen. Und es handelt sich um Dinge, die hiermit gesteuert werden, mit diesem schönen kleinen Schlüssel. Da waren wir uns alle einig, sowas haben wir noch nicht gesehen. Und zwar zum einen, wer es vielleicht zum Start nicht so registriert hat, drückt man zweimal auf diesen Schlüssel und das Auto startet. Funktioniert top. Einmal drauf gedrückt und das Fahrzeug schaltet sich wieder aus. Zweite Sache,
Luftfahrwerk. Wir haben die Möglichkeit, das Auto wirklich um mehrere Zentimeter hoch und runter zu schrauben. Und auch das können wir mit dem Schlüssel. So, eine Sache kann der Schlüssel auch noch, und zwar hier im hinteren Bereich. Deswegen sind wir hier hinten wieder angelangt. Und schaut mal hier, finde ich auch wieder ein super Feature. Geht ganz alleine auf, wirklich klasse. Auch egal, wie wunderbar dieses kleine Highlight ist, darf natürlich bei einem Auto von 75.000 Euro Keyless Entry nicht fehlen. Was soll ich sagen, auch das hat er natürlich. Und jetzt kommen wir natürlich zum Kernstück dieses Fahrzeug, zum Motor. Wir haben hier schon mal eine Liftfunktion, das ist super. Und hier ist er, der 5,7 Liter V8 mit 401 PS. Leute, ja, was soll ich dazu sagen? Mehr geht nicht, ich finde es geil. Das Einzige, was vielleicht noch mehr gehen würde, ist der Hellcat. Der hat knapp über 700. Den durften wir vor 2 Wochen bei einem Viertelmeile-Rennen erleben. Und was soll ich sagen, der hat alle weggelutscht, die da am Start waren. Sei es ein Porsche oder ein 1000 PS Golf, weiß ich. Und der hat auch nur All-Terrain-Reifen drauf. Und was der jetzt gleich so kann, von 0 auf 100, das testen wir auch. Von außen genug. Ich würde sagen, es wird Zeit, einfach mal nach innen zu gehen, weil dafür bergen sich so viele schöne Dinge und auch sehr, sehr viel Raum und Platz für eine längere Fahrt. Und ich würde sagen, kommt einfach mal mit. Wir schauen uns das mal von innen an. So, wir starten einfach mal hier. Gerade im kleinen 7 Zoll Display kommt nochmal der Schriftzug Laramie, der sich aber im ganzen Fahrzeug nochmal wiederfindet. Und hier in der Mitte haben wir jetzt ein schönes 12 Zoll Display, was wirklich gestochen scharf ist. Aber auch hier wie die Software ist anders als die von den deutschen Herstellern oder von Asiaten. Ist einfach was anderes, ist einfach Amerika, ist schön, ist toll. Und welche Funktionen wir hier haben, können wir einfach mal schauen. Home-Button, da sehen wir gleich, dass wir hier auch nochmal die verschiedenen Sitzmöglichkeiten steuern können. Wir haben übrigens vorne und hinten belüftete und beheizbare Sitze. Das ist hier wirklich Standard. Dann kommen wir zu anderen Sachen, wie hier die Steuerung dieser ganzen Funktion. Wir haben, und was ich wieder richtig geil finde, eine Lenkradheizung an Bord. Aber das ist bei dem Preis, glaube ich, ja, für mich persönlich sollte Standard sein, sagen wir mal so. Wir haben verschiedene Apps, die wir ja nutzen können. Das große Navigationssystem. Übrigens, Telefon kann man nur verbinden, wenn man auch steht. Während der Fahrt geht das bei amerikanischen Fahrzeugen nicht. Radio, da ist, glaube ich, der einzige Wermutstropfen, den dieses Auto hat. Was ich jetzt persönlich nicht schlimm finde, aber es wurde uns nochmal auf dem Weg mitgegeben, es gibt kein DAB. Wer es braucht, der wird wahrscheinlich jetzt schreien, oh Gott, aber ich sage, schiede Goll, für dieses Auto braucht man sowas nicht. Hier haben wir dann nochmal so kleine Sachen wie auch hier die Liftfunktion. Also nochmal können wir das Fahrwerk hoch und runter fahren. Dann verschiedene Geschichten wie auch Parkassistente, die wir ein- und ausschalten können. Und hier, schaut mal, Rückfahrkamera, auch wieder mit verschiedenen Funktionen. Und ich finde, die ist wirklich gestochen scharf. So, das Lenkrad ist wirklich sehr, sehr schön und wird auch jetzt schon richtig warm. Wir haben verschiedene Elemente, die darauf hinweisen, dass wir auch autonomes Fahren Level 2 haben. Das heißt, Spurhalteassistent, wir haben Tempomat und an Bord. Also viele Sachen, die wir für autonomes Fahren Level 2 brauchen. Hier in der Mitte halt dieses 7 Zoll Display. Ja, mit verschiedenen Ansichten, die wir hier einstellen können. Auch Messages, Speed, also alles, was man so von anderen Fabrikaten kennt. Diese analogen beiden Geschichten, die finde ich wirklich sehr, sehr schön. Auch wieder neu für mich. Neu ist immer gut. Und optisch gefällt mir das wirklich wunderbar. Was aber auch für mich wieder neu ist, was mir aber auch wirklich wieder sehr gut gefällt. Wer weiß, wenn ich das Auto länger fahre, ob es dann auch so bleibt. Für den Moment finde ich es genial gelöst. Ist der Schalthebel. Wir haben einen Knopf, nicht wie bei vielen anderen, die es schon mit einem Knopf, Drehknopf versuchen, hier in der Mittelkonsole, sondern wir sparen uns hier Platz und wir haben den hier vorne einmal für die verschiedenen Drive-Modi und wir haben auch nochmal 4 Knöpfe, um die Sperrdifferenziale einzuschalten, ob wir jetzt mit Allrad fahren, nur mit Frontantrieb, Heckantrieb und auch für verschiedene Bodengegebenheiten. Sieht neu aus, hat gute Funktionen, hat gleich wieder Mehrwert und bringt natürlich wieder Platz mit und ist wirklich schön. Den Platz, den wir jetzt hier gespart haben in der Mittelkonsole, dadurch, dass der Knopf hier sich vorne befindet, ist wirklich ja, grandios. Also dieses Auto hat so viele Fächer und gerade hier in der Mitte
Also hier zwei Cupholder. Wir haben hier nochmal Bereich, was abzulegen. Leute, und es geht hier, schaut mal, es geht hier so tief rein. Hier drunter ist alles auch wirklich hohl. Ich kann hier ja, 24, 36 Cola-Dosen, wenn wir jetzt mal in Amerika bleiben, oder in Deutschland Bierdosen wirklich verstauen. Ich habe die Möglichkeit des induktiven Ladens hier. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, USB-C-Anschlüsse und auch noch normale USB-Anschlüsse sowie ein AUX-Eingang. Also auch jede Menge Möglichkeiten hier auch wieder Geräte zu installieren, sprich anzustecken. Also wirklich top. So, weiter geht es hier vorne. Hier vorne haben wir zwei Fächer. Einmal hier dieses kleinere, das ist ja, wie so ein kleines verstecktes. Das geht dann per Knopfdruck auf. Und dann natürlich das gewohnte hier unten, das Handschuhfach, auch nochmal Platz zum Verstauen. So, selbst hier vorne haben wir noch eine Möglichkeit, was abzulegen, sei es ja, Chewing-Gums, wenn wir wieder in Amerika sind, oder Pfeffis hier in Deutschland. Dann haben wir hier die Möglichkeit, nochmal 12 Volt zu laden, sprich auch nochmal so einen regulären Zigarettenanzünder. Und wenn wir schon hier vorne sind, dann gucken wir einmal hier vorne hin. Harman Kardon, kennt man ja meist von Volvo, macht einen mega Sound und ist hier wirklich im ganzen Auto verbaut, auch hinten. Und ich habe vorhin die Anlage mal hochgedreht, satt, wirklich satt. Über der ganzen Fahrerkabine haben wir ein riesen Panoramadach, was wir auch hier steuern können. Anklappen, nach vorne, nach hinten schieben können. Und schaut mal hier, da steht Rear, bedeutet hinten. Und was dieser kleine Knopf kann, das zeigen wir euch von draußen. Durch Knopfdruck machen wir das hintere Schiebefenster auf und einmal wieder zu. Und das ist mega fett. So, hier auch in der Fahrertür, wie Beifahrertür, haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten, Sachen abzulegen. Einmal hier in dem Fach. Dann hier unten mit zwei Cupholdern oder Flaschenhaltern. Dazu kommt, dass wir hier auch wieder jegliche Möglichkeiten haben, vielleicht auch die Spiegel zu verstellen, vielleicht die Spiegel anzuklappen. Dann eine Memory-Funktion, was natürlich auch sehr schön ist und auch wieder komfortabel. Und ansonsten bleibt RAM hier bei dem Materialien-Mix. Und ich finde es wirklich schön. Und wenn die Trittbretter nicht genügen beim Einstieg, haben wir vorne wie hinten hier nochmal Griffe, die den Einstieg einfach erleichtern. Ja, willkommen in meinem Wohnzimmer. Auch hinten mega viel Platz. Ich sitze hier schräg drin. Leute, dieses Raumangebot, dieser Platz, der ist enorm. Ich habe übrigens vorne eine Beinfreiheit von 1 Meter und hinten 1,15 Meter. Und jeder, der eine alte Kreidetafel von der Schule kennt, weiß, in der Mitte ist die 2 Meter und außen 1 Meter. Also diese Flügel, die würden hier reinpassen. Wie krass ist das denn? Schaut mal, der Sitz ist wirklich weit hinten eingestellt. Ich habe hier faustdick Platz. Da vorne, wo ich sitze, ist der relativ weit vorne, obwohl ich mit meinem 1,85 doch nicht der Kleinste bin. Und schaut mal hier. Also wer hier nicht 500 bis 600 Kilometer bequem mitfahren kann, der hat ein Problem, in meinen Augen. Auch hier hinten für die Beifahrer oder für die Mitfahrer ist für alles gesorgt. Wir haben Cupholder, wir haben Sitzheizung, wir haben hier nochmal die Möglichkeit, einer Steckdosenfunktion, aber da es sich um ein amerikanisches Fahrzeug handelt, brauchen wir hier einen Adapter, aber das gibt es ja neben Baumarkt, Supermarkt und es sollte gar kein Problem darstellen. Ansonsten USB, USB-C, alles da, man kann hier arbeiten, man hat Platz, man ist einfach bequem und super unterwegs. Wer dann doch mal müde wird auf längeren Strecken und sagt, er würde sich gerne mal richtig zurücklehnen, gibt es auch hier wieder was, ein schönes Feature. Und zwar, die Bänke sind nach hinten verschiebbar und somit kann ich mich relaxed nach hinten lehnen. So, der neue James Bond ist heraus und da geht es ja auch um einen Geheimagent. Und Geheimagenten haben ja immer Geheimfächer. Und auch dieses Fahrzeug bietet jede Menge Fächer, die man auf den ersten Platz nicht sieht. Eins davon verbirgt sich hier und somit unter der ganzen Sitzbank im hinteren Bereich. Hier können wir Sachen verstauen, die vielleicht nicht jeder sehen soll. Eine weitere Staumöglichkeit verbirgt sich hier. Auch wieder schön versteckt und schaut mal hier, auch wieder reichlich Platz, um Sachen sicher zu verstauen und zu befördern. We'll be right back.
So, wir haben jetzt hier genügend getestet, gezeigt. Wir wollen natürlich, wie angekündigt, jetzt auch mal einen Sport machen. Das machen wir jetzt. Wir schmeißen jetzt den V8 mal an. Werden ja ein bisschen auf der Straße jetzt fahren. Wir waren genug im Gelände unterwegs und dann ja, mal schauen, was der so auf die Straße bringt. Ich bin gespannt und ich freue mich wie ein Kullerkeks. Dann mal los. Alter! Was ist das denn? 100. Alter, der schiebt dich nach vorn. Der schiebt dich so nach vorn, der hat so eine Traktion, es geht voll ab. Meine Herren. Alter, also wenn das... Nee. Irre. Krass. Ich habe halt mal nachgefragt, weil meine Bedenken damals waren immer die Unterhaltungskosten. Aber dadurch, dass es quasi als LKW gilt, sind die Steuern und Versicherungen gar nicht so hoch. Also ein Zwischending, ne? Zwischen normalem Straßenfahrzeug und LKW. So eine Zwischenstufe. Und von daher soll das gar nicht so teuer sein. Verbrauch liegt so zwischen 14 und 15 Liter, je nach Fahrweise natürlich auch mehr. Und finde ich, für 5,7 Liter, also... Also wer sich den kauft, der wäre auch in der heutigen Zeit, glaube ich, Freitag zur Schule gegangen. Mal kurz antitschen. Oh, der Sound. Dieser Sound, der ist Wahnsinn. Alter, wie die Leute gucken, ey. Nur weil du mal normal Gas gibst. Leute, der kann nicht leise. Das ist ein V8. Der kann nicht leise. Und jeder, der dann sagt, hier nur weil ein Motor laut ist, das ist ein Raser, Blödsinn. Der Motor kann nicht anders. Das ist einfach so. Und jeder andere soll sich mal hier reinsetzen und versuchen, mal leise zu fahren. Ich wünsche ihm viel Erfolg. Das geht gründlich in die Hose, das weiß ich jetzt schon. So, zurück hier bei der Autowelt in Rostock. Nochmal großes Dankeschön an die Autowelt, dass wir dieses Supercar testen durften. Unser Fazit, ja, wie soll das ausfallen? Was sagt man zu so einem Auto? Geil, geiler, am geilsten, Superlative fallen mir nur ein. Großartig, sensationell, einzigartig. Ich möchte nie wieder einen anderen Pickup fahren. Da kann kommen, was will. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Also es waren heute so viele Gänsehautmomente. Dieses Auto bringt alles mit, was ein Pickup haben muss. Also am Ende ist es ja so, wenn ihr ein Familienauto sucht, ja, ich bin jetzt nicht rum, weil für mich ist das auch ein Familienauto. Ihr habt viel Platz für euer Gepäck für den langen Urlaub. Übrigens kann man natürlich auch optional hier auch noch ein Verdeck drauf machen, um auf langen Strecken auch bei Regen das Gepäck geschützt zu haben. Ihr habt in der Kabine, in der Doppelkabine genug Platz für 5 Personen. Ihr habt ein sicheres Auto, weil in so einem großen Fahrzeug mit so viel Assistenzsystem kann meiner Meinung nach eigentlich gar nichts passieren, weil ihr seid der Endgegner. Und ihr sucht aber auch ein Fahrzeug, was viel Spaß auf der Straße bringt und natürlich auch zu hören ist, dann ist der Ram genau die richtige Wahl. Ich kann nur sagen, kommt vorbei zur Autowelt in Rostock, er steht hier. Ist auch zur Probefahrt oder steht zur Probefahrt zur Verfügung. Meldet euch an, macht einen Termin, fahrt dieses Fahrzeug und erlebt genauso viele Gänsehautmomente, wie ich es heute machen durfte. Also nochmal vielen, vielen Dank für diesen wunderschönen Tag. Und wenn euch auch dieses Video wieder gefallen hat, dann könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns bei YouTube folgt, betätigt die Klingel und somit verpasst ihr jeden Samstag kein neues Video mehr. Ebenso könnt ihr uns bei Facebook finden, bei Instagram. Auch da könnt ihr kommentieren, wenn ihr Fragen vielleicht zu den Videos habt, zu den Autos. Wir beantworten gerne jede Frage. Ihr könnt liken, ihr könnt auch gerne unsere Beiträge teilen und somit könnt ihr uns wunderbar unterstützen. Wir sagen nochmal danke fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche wieder und machen da mal los, denn es warten noch sehr, sehr viele Fahrzeuge auf uns, die getestet werden wollen. Ciao!